Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece, Kaizoku Musou, Herausforderungsmodus. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wieso hier überall neu steht. Ich habe meinen Speicherstand geladen, wo ich viele schon auf ungefähr Level 10, ein bisschen weniger, einfach ein bisschen was an Level habe. Whitebeard nur Level 1, ich dachte, den hätte ich auch schon mal gespielt, okay. Ah, Jinbei, was soll's. Boa zum Beispiel schon auf Level 10. Und ich werde das jetzt einfach nochmal spielen mit einem anderen Charakter. Mit wem? Chopper fand ich nicht so gut. Level 15 Sanji würde da wahrscheinlich ordentlich schnell aufräumen. Whitebeard wahrscheinlich auch, aber ich wollte jetzt, hab's jetzt extra geladen. Jetzt spiele ich nicht noch mit einem Level 1er. Ich glaube, ich versuche mal Jinbei. Da ist auch eher langsam. Nehmen wir mal mit Boa. Boa ist gut. Mein Lieblingscharakter. Impel Down, Ausdauer. Boah, sollte okay sein. Na, wobei, ich könnte auch eigentlich einfach... Ich habe viel bessere Münzen. Wieso soll ich noch die nehmen? Hier, wir nehmen voll auf Angriff. Okay, stimmt. Wir haben Logia. Was gibt nochmal Logia? Habe ich das erste Mal? Ne, ich glaube nur die Kombination. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Ich wollte eigentlich nur was mit Angriff nehmen. Was? Ach so. Was habt ihr da? Die haben einen Verbündeten-Effekt. Und was hast du da noch? Ich möchte eigentlich jemand anders. Noch jemand mit Angriff. Scheint hier keine Besonderheiten zu geben. Die werden garantiert keinen Verbündeten-Effekt haben. Vielleicht? Ja, Tatsache. Ein bisschen Schub. Ja. Damit haben wir ordentlich viel Angriff mit Boa, der schönsten Frau im One Piece Universum. Und damit können wir eigentlich auch starten. Ja, wird jetzt halt dieselbe Herausforderung wie letzte Episode, aber mit einem anderen Charakter. Das sollte genügend Abwechslung bieten und wir haben ja noch lange nicht alles gesehen von der Mission. Es fehlt noch was am Schluss, deswegen wollte ich das nochmal machen. Ah, diese Begrüßung. Fallt auf die Knie vor Boa. Bam. Und ihrem verdammt starken, was auch immer Kampfstil das eigentlich ist. Ich weiß eigentlich gar nicht. Keine Ahnung. Es ist kein, es ist auf jeden Fall kein, Tuntenkampf. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Verdammt. Egal. Wir haben ja auch schon ihr zweites Special freigespielt, also, ja, kann ich danach auch mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob die hier ein drittes Special haben. Das hat mir mal jemand gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Egal, wir werden sehen. Bam, bam, bam. Was soll das? 200 K.O. sollten wirklich kein Problem sein. Machen wir erstmal das normale Special, weil ich das, glaube ich, auch noch selten gezeigt habe. Ich glaube, sicherlich irgendwann mal, aber nicht wirklich. Nicht wirklich. Einfach nur nicht wirklich. Und wir können mal das komplette Special machen. Ah, Parfüm Femur. Das ist natürlich auch richtig schön effektiv gegen viele Gegner. Ich sagte gegen viele Gegner. Ihr seid nicht viele genug. Natürlich gibt es keinen Grund, sie zu versteinern, denn Versteinern erhöht die Abwehr. Das heißt, sie gehen schwerer kaputt. Versteinern wäre nur wichtig für Leute, die man sich vom Hals schaffen möchte, was es hier aber im Moment noch nicht gibt. Also nicht, ob Parfüm-Fermoir so schlau ist, öfters einzusetzen. Egal, wir haben jetzt eh gleich 200, das heißt, jetzt noch einsetzen bringt eh nichts. Bam, bam. Mal schauen, was können wir noch machen? Das geht auch. Und das gibt's noch. Das ist eigentlich immer noch richtig stark. Sehr schön, die Mission ist abgeschlossen. Gehen wir gleich weiter. Wir haben nicht arg viel Zeit zu verlieren. Da geht's weiter. Sobald ich weiß, wo es lang geht, dann geht's weiter. So, nächste Runde. Parfum Femoir dürfte durch Abwehr durchgehen, richtig? Schauen wir mal. Bam! 30 K.O. mit einem Angriff. Das ist nicht schlecht. Muss man so sagen.
Hä? Immer noch Hancock hat 200 Feinde besiegt? The fuck? Hab ich vorhin auch schon. Nope. Die haben ja alle zu viel Abwehr. Ich krieg euch nicht kaputt mit euren dicken Rüstungen. Bam, badam. Aber wenn ich keine Zeit hier vergeude, sollte es kein Problem sein. Und vor allem nicht mit dem Level an Charakter. Bam, bam, bam. Ich liebe diese flüssige Art, wie sie kämpft. Okay. Und machen wir nochmal ein Parfum Fermoir. Das sind gar nicht mehr so viele Gegner da, aber gut. Bam, 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 bam. Das reicht auch, 17 K.O.s. Wir haben es eh wieder Ball aufgeladen, also es ist nicht so, als ob wir da wirklich aufpassen müssen. Bam, bam, bam. Das ist leider ein Chase, das auch bei weitem nicht so flüssig wie hier, wobei es in der Serie halt auch noch... Also wie sie wirklich kämpft... Oh, verdammt, das war falsch. Verdammt! Wollte ich nicht. Falsche Richtung. Das könnte es mich gekostet. Nein, gut. Nope. Niemand greift mich an. Die tun alle nur auf mich schießen. Habt ihr denn keine hier Skrupel, einfach so auf mich zu schießen, während ich hier meinen akrobatischen Kampf hier ausführe? Ah. Bam, 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 bam. Okay. Kommt mal alle bitte her. Das sind nicht genug Gegner, dass es sich wirklich lohnen würde. Anders als lohnt es sich eigentlich beinahe immer. Von dem her. Okay, warten wir mal noch, bis da ein paar wieder da sind. Dürften bald wieder spawnen. Dürften bald wieder nicht spawnen. Okay. Dann halt nicht. Jetzt offenbar. Gibt offenbar bestimmte Trigger, die Feinde spawnen. Von mir aus. Das dürfte reichen. Für 400 Chaos. Nein, okay. Nein, nicht wirklich. Beinahe, aber noch lange nicht. So, hier auch noch. Okay, ja, die sind voll geschützt dagegen. Schade. Ah, die nicht unbedingt. Aber ich glaube, man kriegt extra Bonus-Damage, wenn man jemanden, der versteinert ist, kaputt haut. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist eh nur Essen, das kann ich gleich mitnehmen. Nicht, dass es mir an Essen mangeln würde. Jetzt kommen erstmal die Admiräle. Der Offizier der Piraten. Mit dem ich ein bisschen Zeit aufholen kann. Sorry. Nope. Du kannst auch nichts. Damit haben wir 2 Minuten gekriegt. Überhaupt nicht zu viel. Okay. Die kann ich auch so erledigen. 5 K.O.s. 600 K.O.s, okay. Die nerven mich eigentlich deutlich weniger als die, wo im anderen Gebiet auf mich warten würden. Deswegen... Ah ja, man hat hier immer Whitebeard. Damit wäre diese Frage auch geklärt. Bam, bam, bam. Sehr schön. Kommen hier unendlich viele Gegner? Offenbar. Das wäre natürlich super. Ich meine, ich kriege hier am meisten Damage, aber... Kriege ich auch am meisten Tode. Bam, 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 bam. Yes. Sehr schön. Und. Bam, bam, bam. Sadome heißt, kann alle töten. Ach, Whitebeard, hi. Komische Verbündete für... Deine Zeit überhaupt nicht. Deine Zeit ist vorbei, Whitebeard. Boas Zeit ist gekommen. Na Quatsch. Bam, bam, bam. Ich zitiere hier nur. Ich liebe dieses Rumspringen, wie ihr vielleicht bemerkt. Auch wenn es ein bisschen ziellos aussieht. Bam. Natürlich auch aufgelevelt. Das dürfte sich hier auch bemerkbar machen. Und Parfum Femoire. Na, das waren zu wenig. Aber passt. Waren zu wenig, aber passt. Das macht Sinn. Okay. Bam, bam. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich das mal vollends lade. Ich hab's noch nie geschafft. Au.
Ich lasse mich da ruhig mal ein bisschen treffen. Das macht mir auch nicht wirklich was. Bam, 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 bam. Ja, ich weiß, wahrscheinlich lohnt sich Parfüm für Moade gar nicht wirklich. Bam. Das nenne ich mal einen ordentlichen Angriff. Ich denke mal, mit dem weiteren Spielstand seht ihr auch noch ein bisschen mehr. Sollte euch auch recht sein. Von den ganzen Fähigkeiten und so, die man eigentlich erst später falsch spielen würde. Ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, alle Charaktere komplett zu zeigen, deswegen. Vor allem, da ja Pirate Warriors 2 mehr Möglichkeiten, mehr Charaktere und so bietet. Und ich eigentlich so schnell wie möglich auf das Spiel umsteigen möchte. Bam, 4 Minuten. Okay, sind gut in der Zeit. Das passt schon. Dann machen wir hier gleich mal ein Parfum für Moade. Gleich mal aufräumen. Keine Chance lassen. 31 K.O.s. Eine schöne Explosion. Gibt es da hinten noch... Ja, ja, ja. Da gibt es noch einen Piratenanführer. Nein, sorry. Ihr habt keine Chance. Gut, das Recommended Level ist ja auch Level 5, aber... Hey, das muss keiner wissen. Ich werde nicht wechseln. I'm sorry. Juhu, 2 Minuten mehr. Gehen wir gleich wieder zurück, um gegen die zu kämpfen. Ich brauche noch sehr viel mehr K.O.s. Die werden explodieren, aber gut, dass das Dadeja alle wegschleudert. Otoko. Ja, Boa hat echt nichts für Kerle übrig. Bam. Das war eine coole Attacke. Und... Weiß nicht, wen ich damit treffen wollte. Irgendwie niemanden wirklich. Vor allem nicht mit Parfum für Moade. Vielleicht nur kurz drücken. Canceln kann man ja leider nicht. Machen wir das hier nochmal. Bam! Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, aber gut. Das zerstört auf jeden Fall ein paar Leute. Aua. Und verursacht ein paar Explosionen. Nein, passt schon. Brauche dich gerade nicht. Das war komplett falsche Richtung. Ah, bist du blind geworden. Komisch, dass die Karte da immer aufblinkt. 700 Feinde haben wir. Das sollte locker reichen. Wenn ich hier nicht die ganze Zeit hin und her gesteuert werde. Juhu. Und SP ist auch schon wieder voll. Jetzt können wir auch Parfum für Moa machen. Wir brauchen es aber auf jeden Fall auch noch für den Boss, wahrscheinlich. Auf jeden Fall wahrscheinlich. Wow. Okay, was gibt's hier? SP. Damit ich das gleich nochmal machen kann. Wuhu. Massenvernichtungswaffe. Boah, Hancock. In Style. Du auch bitte tot. Und ich hoffe, ich schaffe das schnell. Ja. Das ist trotzdem nicht ganz so einfach. Selbst wenn wir jetzt gut in der Zeit liegen. Sieh, schauen wir mal. Das sollte auch ein paar K.O.s machen. Ja, das macht auch 7 K.O.s. Jojojo. Otto, go. Bam. Ich kann mir nachher einfach hier das hier holen. Tore sind offen. Schneller, 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 schneller. Geh zum nächsten Schlachtfeld. Da waren wir das letzte Mal auch. Kann ich hier noch... Ja, ich kann ja noch die Offiziere besiegen. Hi. Habt ihr eh keine Chance. Einmal Zwetschge. Du bist auch tot. Und du auch. Jopp. Die Schönheit bevorzugt die Stärken. Naja. Weiß nicht, ob ich... Wann sie, wenn sie das so gesagt hat, das verstehe ich jetzt gerade. Runter. Hilfe. Sorry. Ja, das verstehe ich da gerade drunter. Nein. Bitte nicht. Ich habe keine Leute zum Töten. Ich glaube, ich muss tatsächlich hier drüben töten. Könnte irgendjemand auch kommen? Tatsächlich? Ich sehe keine Leute da. Ist aber nicht genug, um das zu erreichen. Ich muss hier noch einiges an Co. kriegen.
Kriegens. Ich muss ja noch einiges an K.O. kriegen. Mal das hier. Das geht auch schnell. Das ist, glaube ich, tatsächlich besser. Wow. So, du kannst explodieren. Bam. Gibt eh eine Kettenreaktion. Aua, das hat weh übrigens. Ey, ich dachte, ich treffe euch noch. Okay. Das reicht mir. Kniet nieder. 13 K.O.s. Sehr schön. Und eine schöne Kettenreaktion. Da ich immer noch nicht 100% weiß, ob sie tatsächlich mir zugerechnet wird. Wieso hat er jetzt keine Guadalajara-Nomie Power auf seinem... Was auch immer das ist. Weißt du, ist das eigentlich eine Halbwert? Nee. Aua. Ey, explodier nicht alles. Hilfe! So, 3 Minuten noch. Not much time at all. Die wechseln wir mal nochmal kurz. Na, jetzt kommt natürlich wieder eine ewige Attack-Animation. Bam! Immerhin mal 915, okay. So, du, ich kann mich aber nicht um alle einzeln kümmern. Wenn ich das mache, dann habe ich keine Chance. Aber, so. Die kann ich auch erledigen. Nur 5 K.O.s, what the fuck. Okay, mehr. More enemies. Ich hoffe, ich bekomme dann nochmal Zeit. What the heck? Auf jeden Fall nicht leicht zu machen hier. Hinten kommen auch schon wieder neue Gegner. Das ist super. Brauche ich nicht. Versuch's gar nicht erst mit einem. Ich soll's einfach nicht machen. Ich sollte einfach nicht 5-mal hintereinander Viereck drücken. Ist ja kein Zufall, dass Whitebeard die ganze Zeit auftaucht. Aua. So. Das kann auch ein paar Leute töten. 4 Leute, um genau zu sagen. Bam. Nope. Ich weiß immer noch nicht, ob. Ich finde dieses Nachbild auch immer cool. Von den meisten. Bam, 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 bam. So, ihr da hinten könnt auch nichts. Oh, das war knapp. Na gut. Whitebeard, du hast gewonnen. Nein, hast du nicht. Verdammt. Triff doch bitte auch die Gegner. Uiuiui. Das wird echt knapp. Kann man wohl so sagen. So. Das noch und die noch und einer noch. Immer noch? Jetzt aber. Dankeschön. Mission abgeschlossen. Ich nehme noch ein bisschen Essen mit. Tore sind auf. Noch 1:20, um Buggy zu besiegen. Das wird super. Ah. Erstmal das hier. Wir können uns noch mal 2 Minuten holen. Das sollten wir auch tun. Aua. Okay. Aua. So. Please. Ich habe nicht mehr arg viel Zeit. Und ja. Sehr schön. Und Whitebeard, besiege ihn. Cousin. Bam. Das haut natürlich auch ordentlich rein. Das bringt dir nichts. Nein, so bringt das nichts. Bei Buggy ja auch nicht unbedingt durch Schönheit beeindruckt wird. Egal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die Animation von der Schlange finde ich echt gut. Egal. Einer gegen 100. Boah, ein Gok hat's geschafft. Hurricane. So gut. So gut. Okay. Ich würde sagen, das war jetzt auch schon wieder eine lange Episode. Mann, oh Mann, selbst mit einem aufgelevelten Charakter haben wir es gerade noch so geschafft. Was heißt gerade noch so? Aber doch relativ knapp für. Bam, wir haben endlich Brook. Und wir haben Morias Zeichen. Cool.
Ja. Kriegt ihr irgendwas Level? Nein. Okay. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, was ihr wollt, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.